Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Zanidos Fishing Channel. Wir sind heute an den Edersee gefahren. Ihr könnt im Hintergrund sehen, wunderbares Wetter und ganz wenig Wasser. Wir haben uns ein Elektroboot hier geliehen und schippern gleich mal ein bisschen los. Wir hoffen, dass wir ein, zwei Barsche bekommen. In den letzten Tagen sind auch große Fische gefangen worden. Wir melden uns gleich mal vom Wasser. Ja, da sind wir jetzt auf dem Wasser. Die Routen werden gerade startklar gemacht, das Echo ist aufgebaut. Wir werden jetzt gleich das erste Mal die ersten Würfe machen und dann hoffen wir, dass wir gleich den ersten Fisch fangen. Wir haben jetzt gerade schon auf dem Echo kurz gesehen, dass die Fische so zwischen 3 und 5 Meter stehen. Das heißt, gar nicht großartig Mittelwasser angeln, sondern wirklich vom flachen Wasser die Kanten abwerfen. Ich denke, über den Tag verteilt. Wir werden wohl irgendwann mal einen Fisch vor die Kamera bekommen und ist dann einfach da. Ja, da ist der erste Barsch, kleiner Edersee-Barsch hier, 15 bis 20 cm. Der Anfang ist gemacht, Ralf, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, hat gerade eben schon einen kleinen Hecht gefangen. Wir hoffen, dass es ein bisschen größer werden, der jetzt geht erstmal zurück. Wir sehen uns gleich nochmal. Ja, es läuft auch noch ein bisschen zäh. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen anfüttern, haben uns hier gleich mal unser kleines Gerstensäftchen aufgemacht. Vielleicht wird es gleich ein bisschen besser, aber bei dem Top-Wetter ist das jetzt erstmal zu verschmerzen. Der kleine Barsch und der kleine Mini-Hecht von Ralf, da ist natürlich das Gelbe vom Ei, aber es gibt Schöneres in so einer Kulisse zu angeln. Ja, wir sind jetzt mal auf dem Weg zur Staumauer. Es geht jetzt noch mehr ganz so viel da hinten auf den Plätzen, wo wir vorhin geangelt haben. Es sind viele, auch in den anderen Booten, viele kleine Fische gefangen worden. Aber ein größerer Barsch kam raus, so um 35 cm, aber alles andere blieb in der kleineren Dimension. Wir versuchen jetzt einfach mal weg von den anderen Booten zu fahren, um uns ein paar andere Spots zu suchen. Wir fahren jetzt mal Richtung Staumauer. Wir können es im Hintergrund schon sehen. Da gibt es zwei tiefe Löcher. Und wir schauen mal, ob wir da irgendwie bei dem Niedrigwasser jetzt eins von den beiden Löchern treffen und vielleicht da einen Fisch rauszaubern können.
erste etwas bessere Fisch. Ich denke mal so knappe 35 cm. Schöner Barsch. Hat schön reingeklöckelt. Ich hoffe, jetzt kommen noch ein paar bessere. Wir hatten jetzt eine lange Durchstrecke, viele kleine Mini-Barsche dazwischen, die haben wir gar nicht mit auf die Kamera genommen. Und wir hoffen euch gleich nochmal einen noch besseren Fisch zu präsentieren. Dann habe ich doch noch das Triple voll gemacht. Ein Zander, der es noch werden will. Ich lasse den jetzt am besten ganz schnell frei, damit er noch schön groß werden kann. 20 cm vielleicht. Hat doch noch geklappt. Ja, wir konnten jetzt wieder ein paar Barsche fangen. Wir konnten sogar gerade so eine kleine Barschjagd hier erleben. Die Möwen jagten und wir konnten dann Gott sei Dank schnell unsere flachlaufenden Wobbler hinschmeißen und konnten so 2-3 Barsche erwischen. Aber auch nichts Dolles, alles so 25er, aber besser als nichts. Wir sind jetzt im Moment ganz zufrieden. Wir konnten ein paar fangen. Wenn wir gleich noch einen kriegen, dann würde ich den euch auch nochmal präsentieren. Andernfalls war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Kommentar und ein Like freuen und ein Abo wäre natürlich ganz besonders schön für uns. Macht's gut, bis die Tage und man sieht sich. Ja, wir haben jetzt wieder ein paar Barsche. Boah, Alter.